Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir sind hier immer noch in den Höhlen unterwegs. Und ich versuche irgendwie noch einen Weg, hier mal in die andere Richtung weiterzugehen. In der Hoffnung vielleicht, dass wir doch noch irgendwas Nützliches finden. Da scheint es ja weiterzugehen. Oder kommen wir hier von hier? Na, scheint irgendwie doch Weg zu sein, wo es weiterhin geht. Ja, hier waren wir schon. Okay. Und von hier irgendwo kommen wir. Und sind wieder hier. Wo wir hier auch reingekommen sind. In diese Höhle. Genau. Ja, hier sind wir wieder. Hier haben wir wieder noch ein Spielzeug von Timmy. Nice. Fehlt uns im Grunde nur noch der andere Arm und hier der Torso von dem Spielzeug. Hallo, ich will die Münzen. Hallo, ich will das Geld. Auch Geld. Hallo. Falsche. Den. Das ist der Weg, wo es weitergeht? Ja. Dann riskieren wir es mal. Bisschen Schiss habe ich. Aber ist, glaube ich, auch verständlich. Ach ne, das war der Ausgang. Genau, das führte ich hier raus. Ja, ansonsten haben wir diese Höhle hier eigentlich im Grunde fertig. Oh. Richtig schreckhaft geworden. Müssen aber diesen Weg dann gehen. Jo. Richtig windig gerade. Und hier haben wir noch eine Höhle. Kann man nicht von hier da rein? So, dann wären wir auch wieder zu Hause. Ey, aber echt nice. Wir haben eine Taucherausrüstung. Wir haben die Taucherrüstung endlich gefunden. Das ist eine Schildkröte, die hinkommt? Ne. Da kommen wieder zwei. Fleisch haben wir nichts mehr. Okay. Warten wir, bis die eben hier reinkommen. Da sind sie schon.
So, dann haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Machen wir eben was zu essen. Beziehungsweise, warte mal, können wir den wieder... Okay, den tragen wir jetzt. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Woher haben wir die Taschenlampe? Ja, woher haben wir die Taschenlampe? Ich habe keine Ahnung, wo wir die her haben. Boah, aber ich feiere das, dass wir jetzt eine Taschenlampe haben. So, die beiden Schildkröten schnappen wir uns gleich, nachdem wir die beiden Fleisch hier gegessen haben. Boah, aber wir haben endlich eine Taschenlampe. Boah, ich feiere diese Höhle. Die werden wir öfters besuchen gehen. Definitiv. Nom 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 nom. Und nom 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 nom. So, schnappen wir uns noch mal zwei Schildkröten. Na du? Hey. Ja, haben wir dich. So. Und. So. Nice. So. Gehen wir wieder hier drauf. Wir haben aber auch wieder zwei Knochenrüstungen. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen voller. Altes Foto 7 von 8. Höhlenkarte? Hä? Hä? Machen wir da. Ach so, das ist die Höhlenkarte. Okay. Ah. 6 von 43 haben wir gefunden. Ah, das heißt, wir müssen jede einzelne Höhle nochmal abklappern. So. Was haben wir hier? Die Bilder. Okay. Der ist auch bald fertig. Stein nehmen wir noch mit. Dann würde ich sagen, wir fahren eben noch mal ganz kurz wieder zurück. Dann können wir auch die 10 Stöcke einfach mal irgendwo hin reinballern. Hey, aber wie geil ist das denn einfach? Wir haben einfach mal die Tauchausrüstung gefunden. Und was ich auch mir auch hoffe, dass die ganzen Ureinwohner da unten auch nicht wieder respawnen. Aber bisher die ganzen Höhlen, die wir erneut besucht hatten, waren halt auch keine mehr da. Da hatten wir ja auch ein paar schon irgendwann mal später auch wieder besucht gehabt. Nachdem wir da mal aufgeräumt hatten. Ja, aber echt, ich feiere das gerade wirklich übelst mit der Tauchausrüstung. So, und dann machen wir. Dann packen wir halt so. Ja.
noch ein bisschen so und fertig. Hingeparkt. So, dann können wir den hier auch mal wieder auffüllen, nachdem wir. So, jetzt ist da nur noch 31% Wasser. Den können wir hier eben wieder auffüllen. So. Und dann. Können wir wieder hoch. So, dann schmeißen wir das letzte Holz hier noch ein bisschen rein. Nice. So, für Baumstämme haben wir hier schon mal alles fertig. So, fürs Zwischenlager. Wofür war das hier nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, das war für Steine. Machen wir die hier fertig. Und dann fangen wir von da an. Ich habe jetzt auch irgendwie vergessen gehabt, was wir genau noch geplant hatten. Außer hier mal noch eine kleine Lampe zu machen. So, wo waren die Lampen? Und das war für Knochen, Knochenkörbe und Pfeilkörbe. So, Deckenlampe. Hier macht, ne, hier lassen wir noch so. Ja. Brauchen wir wieder Seil für. Okay, und hier machen wir dasselbe auch nochmal. Aber dieses Mal sehen wir denn. Und so. Nicht, dass wir denselben Fehler machen wie mit dem hier. Machen wir noch eben zwei Seile. Eines. Und zweites. Und so. Haben wir hier auch nochmal ein paar Knochen. Noch ein Lampen. Zwei Schädel haben wir noch. Können wir da hinten auch nochmal. Ich würde sagen, wir machen hier eines. Der hängt dann hier. Und dann machen wir hier auch nochmal eines. Der hängt dann. Der ist noch nicht ganz gerade. So, hopp. Wie viel braucht man für ein Seil eigentlich? 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nice. Das leuchtet hier auch wenigstens. Sieht schon mal schöner aus. So, dann gehen wir auch noch mal nach oben. Weil wir können hier oben auch schon mal langsam planen, was wir machen werden. Mir juckt die Nase, tut mir leid. So. Nee, die wollen wir jetzt nicht hier. Die brauchen wir auch nicht. Nee, die fallen auch nicht. Kleines Floß, Steg, Hausboot, großes. Nee. Ich hab so irgendwas noch, warte mal. Oh, so was wäre ja eigentlich praktisch hier. Ich glaube, könnte man da gut machen. Oder hier, besser gesagt. Sagen wir hier.
Packen wir hier einen hin. Kletterseil, Baumhack, nee. Nee, die Dinger auch nicht. Die machen wir ein andermal wieder weiter. So, das war es auch nicht. Nee. Hier, so ein Garten, das wollten wir. Genau. Und den wollte ich eigentlich hier bauen. Das ist ja nice. Weiter geht nicht, okay. In den Garten. Ja, warte mal. Den drehen wir mal noch ein bisschen. So. Wie weit es geht, machen wir. Hier schon Ende. Dann machen wir den. So. 6 Baumstämme, das wird passen. Das wird dann der Garten. So, was gibt's denn eigentlich noch? Genau, die Wassersammler. Können Trockengestell. Keine Ahnung, wofür das jetzt ist, aber Wassersammler können wir ja auch schon mal planen. Die würde ich dann gerne nach hierhin versetzen. Genau. Hier hinkommt. Und hier noch mal einer. Hier auch noch mal einer. Hier. 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 Und hier. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wasserdinger. Wasserauffangbecken. Dass wir definitiv niemals verdursten werden. Das war so der Plan. Dann Trockengestell. Habe ich keine Ahnung, wofür das ist. Kleine Blockhütte. Nee, die brauchen wir eher nicht. Leuchtfeuer. Ich glaube, so ein Leuchtfeuer würde ich wahrscheinlich eher auf einen der Türme machen. So, dann haben wir hier ja alles. Was ich eher überlegt hatte, da wir darin ausbauen werden, ist da hinten, das ist ja so ein kleiner Turm, und da hinten so ein ganz, ganz hohes Turm, wo dann oben so ein Leuchtfeuer ist. So ein Pavillon mit einem Leuchtfeuer. So, sowas wie, wie nennt man das, so ein Leuchtturm eher gesagt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber erstmal will ich ja hier oben dann fertig haben. Wir haben jetzt auch erstmal ein paar Folgen genug erkundet. Ich habe jetzt auch erstmal ein bisschen genug von der hier Höhlenforschung. Ich will jetzt erstmal auch ein Weilchen dann ja damit Zeit verbringen, wieder hier voranzukommen, aufzubauen. Kann man auch verstehen, dass wir immer wieder so eine gesunde Abwechslung haben zwischen mal bauen, mal Höhlen erkunden und dann wieder bauen, mal Höhlen erkunden. Und heute hat es sogar auch tatsächlich uns was gebracht, dort mit einer Höhlen erkunden, weil wir in der heutigen Aufnahmesession diese Taucherausrüstung gefunden haben und keine Ahnung woher, aber wir haben diese Taschenlampe gefunden und sind damit können wir irgendwas machen. Aufgeladene Taschenlampe. Eine Batterie muss ich die machen. Okay.
Handgemachter Bogen mit Licht, Kettensäge mit Licht, Steinschlosspistole mit Licht, moderner Bogen mit Licht. Es gibt einen modernen Bogen. Boah, nice. Wir brauchen den modernen Bogen. Den müssen wir finden. Wir müssen den finden, den modernen Bogen. Auf jeden Fall. So, der Rest muss jetzt auch langsam fertig werden. Und in dem Moment, wie ich sage, müsste das eigentlich auch schon fertig sein. Oder auch nicht. Enttäuscht mich ein bisschen. Würde sagen, wir schmeißen lieber Geld drauf. Ist fertig, nice. So, Freunde, ich würde aber sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. War auf jeden Fall dieses Mal eine richtig spannende, aufregende Session. Hat mir richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Das war's von meiner Seite aus und ciao. Yeah.